Damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um das Thema Star Wars und die Verbindung in die reale Welt. Und Intro. Und das war das Intro. Genau, heute, wie ja schon gerade zuvor angekündigt, geht es um die Verbindung in die reale Welt. Und vielleicht erzählen wir erstmal, was ist Star Wars überhaupt? Star Wars ist ja dieses große Universum mit verschiedenen Charakteren. Es geht ja um Rebellen, um Helden, die gegen das böse Imperium kämpfen, beziehungsweise generell gegen die Bösen kämpfen und siegen. Und dann kommt dieser Kreislauf ja wieder mit dem, wir kämpfen wieder, das Böse erwacht und so weiter und so fort. Aber Star Wars ist ja ein Phänomen. Es ist das Phänomen schlechthin. Viele Menschen auf der ganzen Welt kennen es zum Teil. Es ist ja bekannt wie ein, keine Ahnung, wie kann man das beschreiben? Es ist auf jeden Fall sehr bekannt. Es ist in dem Leben der meisten Menschen auch mitunter präsent. Es ist nicht vollständig repräsentiert, aber es gibt bestimmt, überall gibt es ja Merchandise. Es gab damals in den 90ern gab es sogar ganze Müsli-Verpackungen, wo es mit Star Wars thematisiert wurden. Also man kann durchaus sagen, es ist schon sehr breit, das Thema schon sehr breit vertreten. Und das ist jetzt schon seit Jahrzehnten so. Also Star Wars existiert ja jetzt schon seit 1977 und man kann auch schon durchaus sagen, seit sehr vielen Jahrzehnten ist dieses Thema, ist dieses Universum schon existent, bei Millionen von Menschen. Und der Erfinder dieser Space-Saga, wie man so gern schön sagt, ist George Lucas. Und der hier, der Gute, hat vor Star Wars schon ganz viele Filme gemacht oder ganz interessante Filme. Einer dieser Filme war auch Flash Gordon. Und Flash Gordon hatte auf Star Wars auch seine ganz interessanten Einflüsse. Aber nicht nur Flash Gordon war als Einfluss gedacht, sondern auch Kurosawa. Kurosawa war schon vor Star Wars ein relativ bekannter Regisseur, Filmemacher, ein japanischer Filmemacher. Und seine Einflüsse waren prägend, kann man durchaus schon so sagen, prägend für Star Wars. Durchaus, auch George Lucas hat sich gerne daran angelehnt. Und in Star Wars selbst erkennt man etwas, was man vielleicht, ich gucke hier mal runter, weil man es ja nicht liegt, in Star Wars selbst erkennt man vielleicht noch etwas anderes. Und zwar das Menschliche. Sicherlich ist es klar, natürlich, wir sind alle Menschen, George Lucas war ein Mensch und deswegen ist er auch vielleicht auch sehr viel menschlich, aber wenn man sich so mal diese Kantine, es gibt ja in Episode 4 diese Kantine-Szene, man sieht ja die Kantine-Szene mit ganz vielen Aliens und Han Solo und beziehungsweise Luke Skywalker und Kenobi kommen da rein und dann sieht man erstmal diese Bar, viele Aliens, ganz viel Leben. Und wenn man sich all diese Aliens mal anschaut, dann verbindet sie alle eines, und zwar dieser menschliche Gedanke. Also sie wirken alle human. Wir können uns nicht alle sofort mit diesen Aliens irgendwie identifizieren, erkennen aber trotzdem gewisse Merkmale von Menschen in ihnen wieder. Zum Beispiel hat ein Itorianer, das sind ja diese mit den zwei Augen, klar, und langen Hälsen, und sie haben so einen super Vocoder da, um reden zu können, und trotzdem kann man ein bisschen mit ihnen dieses Menschliche, weil sie menschlich, zwar nicht vollständig menschlich reden, aber trotzdem irgendwie menschlich agieren. Das heißt, dieser Gedanke des Menschlichen ist immer noch da. Und trotzdem erkennen wir weiterhin auch ein soziales und politisches System wieder. Die neue Republik als auch die alte Republik haben beide dieses gleiche demokratische System. Es gibt einen Senat, und der gebildet wird aus mehreren Leuten, Senatoren, die dann von den einzelnen Planetensystemen oder Planeten entsandt werden. Und die besprechen dann das Schicksal der Galaxis in einer großen Rotunde, dem Senatsgebäude oder dem Senat, ganz einfach. So ein ähnliches System existiert ja auch in den USA. Der Senat wird dort ja auch aus mehreren Politikern, ich kenne mich mit dem Senat in den USA leider nicht zu 100% aus, aber dort gibt es ja auch einen Senat und mehrere Senatoren, die besprechen dann die wichtigsten Themen. Auch in den USA gibt es 50 Gouverneure, die dann auch nochmal etwas mitzureden haben. Dass das soziale System, Rangsystem in Anführungsstrichen, auch existiert, also Reich, Arm, Mittelschicht oder Reich, Mittelschicht, Arm,
Das ist auch in Star Wars so. Hierfür ist ein gutes Beispiel der Planet Coruscant. Ich weiß nicht, wie gut ihr den Planeten kennt. Also Erklärung: Coruscant ist ein Stadtplanet. Und dieser Planet ist so dicht von Stadt bevölkert, dass die Wolkenkratzer schon relativ hoch, dass es schon ein Statussymbol ist, auf der Oberfläche zu leben. Und die Reichen und Mächtigen und die Senatoren haben eine gewisse Suite. Das ist ein großer Wolkenkratzer, den man Republica 500 nennt. Ein Tower. Da leben wirklich die reichsten der reichsten, abnormal reichsten Wirklichen und Senatoren und Politiker, welche dann ja einfach ihr gutes Leben leben, weil sie eben so viel verdienen. Und tiefer im Kern des Planeten, oder wenn man weit, desto tiefer man runtergeht, desto ärmer wird das Gebiet. Das ist auch eine Art Rang oder System, nicht Rangsystem, um Gottes Willen, sondern ein soziales System. Und so etwas erkennen wir auch in der normalen Welt wieder. Hoch in den Towern, es ist nicht immer so, aber auf jeden Fall in den höchsten Towern leben jene, die sich das Geld verdient haben oder einfach reich, stinkreich sind. Und eher unten, und desto tiefer man wieder geht auf um der Erde, desto ärmer wird es dann, schlimmer wird es dann von der Gebieten her. Und dann tief am Ende des Towers treffen wir dann doch auf Menschen, die es dann doch härter erwischt hat. Und obwohl es drei Regierungen gab, die auf diesem Planeten geherrscht haben, hat sich das Leben der meisten BürgerInnen auf Coruscant nicht verändert. Es ist immer gleich geblieben. Also die Armut hat sich nicht verändert, der Reichtum hat sich, für die Reichen sind reicher geworden, die Armen ärmer. Und die Vernachlässigung dieser eigenen Bürger, das war schon eine Problematik in der alten Republik, führte dazu, dass natürlich die vielen Bürger unzufrieden sind. Die Kriminalitätsrate hat sich mit dem Imperium nicht wirklich verändert. Kriminalität ist wirklich noch auf einem gleichen Level geblieben, soweit ich das verstanden hatte. Und das generelle Vertrauen in die Regierung schwindet dann einfach. Dies resultierte natürlich auch in die Bildung der Separatistenallianz. Und dass die Jedi, und die Jedi sind ja das ist ein elitärer, also ich glaube, das wäre ein gutes Thema für ein nächstes Video, ob die Jedi immer noch diese Vollstrecker sind, aber das ist jetzt hier mal ganz kurz nur, möchte nur sagen, nur gesagt, dass die Jedi längst nur als Vollstrecker des Senats angesehen wurden. Sie waren ja eigentlich dieser Orden, der dafür stand, wir stehen für Frieden, wir stehen dafür, dass wir alle Personen, alle Menschen beschützen. Und jetzt, in der Zeit der Alten Republik, mit dem Aufstieg der Separatistenallianz, werden die Jedi mehr nur als Vollstrecker des Senats angesehen. Und in einer Folge Tales of the Jedi, ich weiß jetzt nicht, ob ich dies schon spoilere, aber das sieht man ganz besonders gut. Die Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn und Count Dooku oder Graf Dooku werden entsandt, um einer notleidenden Welt zu helfen, nur um zu sehen, dass sie eigentlich einen Senator vor seinem eigenen Volk beschützen sollen. Und hier kommt auch bei Count Dooku, bei Dooku und Qui-Gon oder mehr bei Dooku der Gewissenskonflikt auf. Was tue ich eigentlich hier? Und dieser Gewissenskonflikt befähigt ihn, beziehungsweise bewegt ihn natürlich auch so ein bisschen dazu, warum eigentlich mache ich das hier? Und ist es nicht besser, den Jedi-Orden zu verlassen, was er ja schlussendlich auch tut? Das deutsche Schu und diese und von diesen Systemfehlern, offensichtlichen Systemfehlern, lassen sich Parallelen, oder dehne das jetzt hier schon sehr weit aus von den Parallelen, lassen sich durchaus Parallelen zum deutschen Schulsystem ziehen. Das deutsche Schulsystem ist nämlich genauso ineffizient. So, warum sage ich das jetzt hier? Also, das deutsche Schulsystem ist, basically gesagt, auch ein Rangsystem. Hoch oben haben wir Gymnasisten, dann kommt da kommen die Realschüler, quasi die Mittelschicht, und dann Gesamtschule, hält sie so zwischen Mittelschicht und Armut, und dann kommen die Hauptschüler. Das ist jetzt natürlich etwas sehr extrem dargestellt, und um Gottes Willen, Hauptschüler und Gesamtschüler, das können richtig tolle People sein, glaubt es mir. Das heißt, ich habe vor dem den größten Respekt. Aber es ist jetzt hier ein bisschen überspitzt dargestellt, dass dieses System, auf dem wir das Schulsystem, auf dem Deutschland derzeit baut, eigentlich nur dazu dient, es tut mir leid, Effizienz zu bilden und die Masse durchzukriegen, nicht die Individualität. Der Einzelne wird doch sehr auf der Strecke gelassen und die Masse, es wird versucht, so viele Schüler wie nur möglich. Also die Klassen, also damals weiß ich noch, als ich in der Realschule war, das war ja vor ein paar Jahren erst,
Damals waren wir 30 Schüler, 30 Schüler, das muss man sich mal vorstellen. Ein Lehrer oder wenn es hochkam, zwei kamen auf 30 Schüler. Das ist eine Zahl, die man sich nicht vorstellen mag, weil es einfach so viele Schüler sind in einem Raum. Und dann geht natürlich sehr viel Individualität, sehr viel der Wunsch, den Einzelnen zu behandeln oder zu betrachten, doch sehr verloren. Und diese Schwächen, diese Schwäche, dieses Schulsystem resultiert dann wieder in etwas, was wir, was vielleicht sogar Schulschwänzer bedeuten. Schulschwänzer, das ist zum Beispiel in einigen Bundesländern wie Bayern so, dass die Polizei dagegen vorgeht. Die Polizei geht dann durch die Parks und sucht nach Schulschwänzern. Die Augsburger Allgemeine hat dazu einen sehr lesenswerten Artikel geschrieben. Ich verlinke natürlich alle Quellen hier in der Videobeschreibung. Und diese sprechen von 2120 aufgegriffen. Ich möchte jetzt natürlich hier nicht gegen die Polizei schießen, im Allgemeinen, um Gottes Willen. Es gibt Fehler auch im System der Polizei, natürlich. Der Polizei macht auch Fehler, so ist es nicht. Und hier vor allem lässt sich ein besonderer Fehler darstellen. Ist es wirklich wert, mit Aggressivität gegen Leute vorzugehen, die vielleicht deswegen keinen Bock auf Schule haben, weil sie in der Schule gemobbt werden oder weil eben in der Schule Probleme entstanden sind? Und auch wenn es natürlich diese Beratungsangebote danach gibt, will man überhaupt noch zur Schule gehen, wenn man von der Polizei aufgegriffen wird? Das ist wieder die Frage. Warum? Also, vielleicht sollte man erst diesen Schritt zur Beratung gehen, bevor man mit der Polizei anrückt. Das ist ja genau das gleiche wie bei einem SWAT-Einsatz. Wenn man die Tür eintritt, darf man nicht erwarten, dass man nicht zurückgeschossen wird. Und das bedeutet im Umkehrschluss, Schule ist wichtig. Und auf jeden Fall ist Schule wichtig, aber es muss auch richtig gemacht werden. Und jetzt kommt wieder die Parallele. In der Serie The Mandalorian von Disney Plus bzw. von Disney wird dies sehr interessant dargestellt. Und zwar gibt es dort einen Planeten namens Nevarro. Und ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Nevarro Stadt heißt die Stadt. Das ist so eine ganz kleine Stadt. Und diese Stadt wird zum Anfang dieser Serie vom Imperium oder von den Resten des Imperiums so ein bisschen belagert. Also das Imperium hat da so ein bisschen eine Art Chefposition und daher ist die Stadt auch nicht sicher. Es sammeln sich viele Verbrecher, Kopfgeldjäger an, die dann noch Jobs suchen auch dort und auch noch Jobs suchen und es ist ein Rauslasser. Doch dann wendet sich das Blatt für diese Stadt und das Imperium flieht von diesem Ort so. Und erst nachdem das Imperium, nachdem diese übergeordnete Ordnung geflohen ist und verschwunden ist, wandelt sich dieser Ort. Es wird ein lebenswerter Ort. Zuvor war es ein Rauslasser, gefährlich, nicht lebenswert, nicht viele Kinder, überhaupt nicht. Nur Gefahr, jetzt wieder Leben. Und der Mann, der dafür verantwortlich ist, ist nicht nur der Mandalorianer, sondern auch Greef Karga, der da durchaus mitkommt. Er wird zum Magistraten dieser Stadt und baut sie auf. Und baut auch eine Schule für Kinder. Er bietet Perspektiven. Und genau das muss Schule auch bieten. Perspektiven. Zukunft. Damit eine Schule überhaupt das werden kann, was sie ist. Nämlich eine Zukunftsperspektive. Und all dies bewerkstelligt er ohne die Hilfe der neuen Republik. Also wieder ohne die Hilfe einer übergeordneten Ordnung, die hätte eigentlich die Hilfe bieten sollen. Und das ist jedoch das, warum die neue Republik nicht geholfen hat, ist ein sehr altes ein Systemproblem. Und das ist schon fast wie Rassismus. Es ist wirklich alt. Hierbei ist nämlich das Problem, die alte Republik sah den äußeren Rand nicht wirklich als wichtig an. Man mag sich das nicht. Vielleicht kann ich irgendwie noch eine Grafik einbauen oder so. Mal schauen. Man mag sich das, ich zeige das jetzt hier nochmal. Man mag sich das hier nochmal vorstellen. Das ist der Kern im Inneren und im äußeren Rand. Und da sieht man dann noch so. Das sind dann die äußeren. Und der äußere Rand, desto weiter man entfernt war im äußeren Rand, desto unwichtiger war man als Planet. Und die Kernplaneten natürlich wollten natürlich auch ihre Stellung verteidigen. Lobbyisten, politische Diskussionen, Auseinandersetzungen, wie auch immer. Und Naboo ist hier dafür natürlich ein perfektes Beispiel, lag am äußeren Rand, soweit ich mich erinnern kann, und bekam auch deswegen nicht so schnell Hilfe, weil die Handelsföderation ewige politische Diskussionen auslöste, also Lobbyisten. Und hier könnte man wieder eine sehr weitergeholte Verbindung zum amerikanischen Gesundheitssystem schlagen. Das amerikanische Gesundheitssystem ist nämlich sehr, sehr scheiße.
Ja, es ist halt einfach Kacke. Nämlich muss dort jeder seine eigene Rechnung bezahlen. Es gibt nicht mehr diesen Topf, in dem wir einzahlen und dann noch uns Geld wieder zurückholen können. Nee, jeder muss seine eigene Operation bezahlen. Das ist mitunter dann teuer, weil jede Behandlung bezahlt werden muss. Und wenn man noch einmal diese ganz kleinen Details in Star Wars sich anschaut, zum Beispiel Alkohol. Ja, und da gibt es nämlich sehr viel, also Count Dooku, von dem ich ja vorher gesprochen habe, ist ein richtiger Weingenießer gewesen. Also Wein, Alkohol, es gibt sehr viele Biere, auch dort alkoholisch, sehr beliebt auf jeden Fall. Auch sowohl bei den unteren Ebenen als auch bei den oberen Ebenen. Und George Lucas hat sich ja bei Kurosawa bedient, bei Flash Gordon und bei anderen, hat sich aber auch bei alten Weltkriegsfilmen bedient. Diese ganzen, man sieht ja in Episode 4 diese Grabenkämpfe, wo die X-Wings durch die Todessterngräben fliegen und dann sich und dann mit den TIE-Jägern da kämpfen und dann kommt Darth Vader. Und diese Grabenkämpfe sind inspiriert von alten Weltkriegsfilmen aus dem Zweiten Weltkrieg. Man kann sogar in der Serie Ahsoka kann man diese ähnliche Anspielung auch finden, denn die Jäger des Feindes haben das genau gleiche Geräusch wie alte Bomber des Zweiten Weltkrieges. Und dass diese Inspiration auch weitergeht, das erlebt man auch immer wieder. Immer zum Beispiel in einer weit, weit entfernten Galaxis. All das sagt ja schon diese Galaxis. Und deswegen kann man etwas abschließend sagen. Dass obwohl Star Wars in einer weit, weit entfernten Galaxis spielt, trotzdem ist es seinen Wurzeln immer noch treu Bestimmte geblieben. Songs können nur mit Alexa, stopp. Amazon Music Unlimited Alexa, abgespielt stopp. werden. Das war jetzt sehr interessant. Auf jeden Fall lässt sich noch sagen, Star Wars ist seinen Wurzeln, diesen menschlichen Wurzeln immer noch sehr treu geblieben und wird es auch immer bleiben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, denn das nächste Video wird hoffentlich ein Bus-Simulator-Video werden, je nachdem, wie ich mit dem Schnitt fertig werde. Und das nächste Essay-Video dreht sich so ein bisschen um die Jedi und ob ihre Kriegshandlungen ethisch richtig waren. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.